Ich stelle euch heute von EasyCover ein zweiteiliges Stoßset vor. Und zwar ist das ein Objektivschutz, bestehend aus zwei Teilen, wie ihr seht. Im ersten Augenblick dachte ich, wo ich das gesehen habe, naja, kann man machen. Ne? Auf den zweiten und dritten Blick, nachdem ich so ein bisschen ein paar Tage damit rumexperimentiert habe, teile ich euch jetzt mal meine ganzen Pros mit. Kontras habe ich keine gefunden, doch ein Kontras auch dabei. Ansonsten alle Pros direkt hier im Film. Los geht's. Den Lenzriemen gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir für dieses Video einfach mal das rote Set rausgesucht, einfach weil das besser aussieht. Und ja, das Kanon ist ja auch ein Rotring-Objektiv. Und die Hauptaufgabe ist natürlich, wie man das jetzt hier auch ganz gut sehen kann, den Stoß abzufangen, wenn die Kamera irgendwie abgelegt wird auf einem harten Untergrund. Man hört das auch ganz gut im Hintergrund, dass hier also schon richtig Druck ausgeübt werden kann. Und dem Objektiv bzw. der Objektivfassung selber passiert überhaupt nichts. Den zweiten Ring habe ich mir auf den Zoomring gelegt. Ist dadurch wesentlich einfacher zu handhaben. Man hat richtig Grip und ich verwechsel vor allen Dingen auch die Schärfe mit dem Zoomring nicht mehr. Mit dem Rim kann man das Objektiv direkt an der Glasscheibe ansetzen. Man kann also durch reflektierende Glasscheiben hindurch fotografieren und hat auch hier wieder einen wunderbaren Grip. Die Kamera kann nicht mehr abrutschen. Das Objektiv sitzt fest. Nicht so wichtig, aber netter Nebeneffekt. Man findet das Objektiv einfach leichter in der Fototasche. Hier habe ich jetzt mal übertrieben dargestellt, dass die Kamera hier ohne den Lenzrim vorne ja relativ rutschig ist. Also wenn man jetzt irgendwie die Kamera auf den Tisch ablegt, man kommt irgendwie dagegen oder stellt den Rucksack auf dem Tisch und schiebt die Kamera weg. Und was ihr jetzt sehen werdet, ist halt eben auch da, wird dann verhindert durch das Gubbi selber auch, dass das halt eben dann nicht so wegrutschen kann. Das jetzt mal nur als Veranschaulichung, damit man sehen kann, dass die Kamera damit auch sicher abgelegt werden kann. Ganz zu Anfang hatte ich ja noch erwähnt, es gibt ein Kontra. Das einzige Kontra, was ich hier gefunden habe, also das einzige Minus ist, dass ich jetzt hier bei diesem Objektiv, das hat so ein Kelch-Gegenlichtblende, die hier oben drüber gemacht wird und dann hinten eingerastet wird, die verschwunden ist, muss ich echt zugeben. Irgendeiner hat die wieder geschnappt, hier muss man echt aufpassen. Ich habe normalerweise immer alles hier direkt in einer Tasche, aber irgendwie hat sich jemand selbst bedient. Ich werde ihn noch finden. Auf jeden Fall, diese Gegenlichtblende bekomme ich hier nicht drüber. Allerdings besitzt natürlich hier der Stoßschutz vorne am Objektivring ein Innengewinde. Das bedeutet, wenn ihr also eine Gegenlichtblende habt, die man aufschrauben kann, die könnt ihr dann ganz gewohnt ganz normal wieder hier aufsetzen, nachdem ihr dann diesen Stoßschutz aufgesetzt habt. Der Ring ist natürlich auch deswegen wichtig, weil ihr natürlich damit auch weiterhin, wie es vorher gewohnt gewesen ist, ganz normal mit ND-Filtern, mit Pol-Filtern, mit irgendwelchen anderen Filtern, XYZ-Filtern einfach arbeiten könnt. Die könnt ihr einfach ganz normal hier vorne drauf dran geschraubt werden, als wenn der Stoßschutz gar nicht da wäre. So, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich ganz gerne in die Kommentare einfach reinschreiben, eure Fragen. Wir haben eine YouTube-Adresse, also youtube@enjoyyourcamera.com. Da könnt ihr auch noch mal E-Mails hinschicken, wenn es ein bisschen spezifischer ist. Vielleicht habt ihr auch mal eine oder die andere Frage, was ein anderes Produkt angeht. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch hier in der Informationsbox. Ich kann die auch mal eben ganz kurz einblenden. Wie gesagt, für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen zu scheu sind, hier in die Kommentare was reinzuschreiben, was ich ein bisschen albern finde. Ihr könnt mich im Prinzip eigentlich alles fragen. So, ich sag mal einfach tschüss, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Das sogenannte Rimset, und das ist einfach ein Stoßset. Set. Ein Set, 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 Set. Oh Mensch. Es ist ja noch ein bisschen früh, ne? Oh, 4.30 Uhr erst. Am Morgen.